Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich zieh mal hier die Vorhänge zu, bevor mich hier wieder so ein paar Zombies sehen. Wir sind mit, ich muss mir den Namen ganz kurz nochmal anschauen, Thurman McKen in Runde 2, wenn man so sagen will, weil mit Craig Lynch, der alte Bauer, mit dem wir angefangen haben, der hat das Zeitige gesegnet, hat nicht sein sollen, wie auch immer, sind wir gestorben, ist halt so. Würde ich sagen, machen wir einen neuen Run, ist jetzt die zweite Runde, wie gesagt, mit Thurman McKen. Er ist ein Schlosser, kann ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Info, er ist ein Schlosser vom Beruf und ist auch ein Hobbymechaniker, deswegen haben wir zwei Mechanik-Skill-Punkte. Ich habe das alles zufällig gewählt, also wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann schaut es euch unbedingt an. Ich habe das alles rein zufällig gewählt, ich habe mir dann nichts selber ausgesucht. Deshalb sieht der Kollege auch so aus, wie er ist, weil ich selber hätte ihn nicht so erstellt. ja, machen wir mal weiter. Ich brauche auf jeden Fall dringend eine Waffe. Das ist also eine stumpfe Waffe oder sowas oder irgendwas, mit was ich schlagen kann. Ja, Nudelholz, ganz ehrlich, solange ich nichts habe, nehme ich halt das Nudelholz, aber ich brauche irgendwas Festes. Ich brauche irgendwie, keine Ahnung, eine Rohrzange, ein Spieß von mir aus oder ein Küchenmesser ist auch not bad, aber rein gar nicht zu finden ist schon scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind aber allerdings auch in Riverside gespawnt, hier mittendrin, und das war sehr, sehr heftig in der letzten Folge. Ich musste vor Horden flüchten. Haben wir irgendwie geschafft, konnten hier in diesem kleinen Häuschen Zuflucht suchen. Ich würde sagen, wir bleiben hier jetzt auch diese Nacht, weil es ist auch schon 19 Uhr. Die Sendung habe ich leider schon verpasst. Hier in diesem Haus gibt es auch leider keinen Fernseher. Die sind irgendwie broke. Ja, so viel. Wobei, es gibt noch ein Obergeschoss. Okay, interessant. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil hier habe ich schon einen Zombie gesichtet. Zahnpasta, uninteressant. Trinken, waschen machen wir auch erstmal nicht. Okay, wir sind schwer beladen. Das ist nicht so geil. Was haben wir hier? Nähset. Brechstange. Jawohl. Nudelholz. Du kannst dich verpissen, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Brechstange nehmen wir mal direkt auf. Das Nudelholz kann weg. So. Batterie brauchen wir nicht. Nähset. Ganz ehrlich, nehmen wir erstmal. Wir packen mal so ein paar Sachen in die Umhängetasche, damit wir eine gute Gewichtsreduktion haben, weil wir sind ja doch ein bisschen schwer beladen. Ja, ein Fernseher ist hier leider auch oben nicht. Schade, schade, schade. Anglermagazin, Ausgabe 2, Lehrrezepte, Draht und Fischernetz. Lesen. Sofort lesen. Wir sind auch ein schneller Leser, deswegen sollte das relativ zügig gehen. Sehr, sehr gut. Wir nehmen das Band. Ja, nehmen wir es mit. Nee, komm, kann weg. Vorhänge auf jeden Fall alle zuziehen. Draht ist wichtig. So. Ich hoffe, dass wir hier sicher sind. Sieht auch tatsächlich so aus. Wecker. Ich habe so ein bisschen so im Kopf oder Überlegung, dass ich vielleicht einen Wecker mitnehme, einfach damit ich Zombies weglocken kann von mir, indem ich den Wecker trigger und dann selber abhaue. Der Wecker, der läuft ja dann trotzdem und ich nehme mal zwei Wecker mit. Einfach, damit ich das mal nutzen kann. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich muss aber mal gucken, ob die Wecker nicht zufällig gestellt sind. Der Wecker ist nicht gestellt und der ist auch nicht gestellt. Sonst würde da, glaube ich, irgendwie stehen, gestellt am oder so. Okay, interessant. Also, hier oben ist leider nichts Interessantes mehr. Da oben werden wir aber dann gleich schlafen gehen. Wir sind zwar noch nicht müde. Den Fernseher haben wir hier leider nicht. Wir können Erste-Hilfe-Band lesen. Weiß nicht, ob das so interessant ist. Wir gucken einmal. Okay, die Zombies haben mich bis dort unten hin verfolgt. Da oben wäre noch eine Hütte. Vielleicht gehen wir doch eher nach oben und pennen da, so ein bisschen weiter weg von dieser kleinen Horde. Würde ich mich doch ein bisschen sicherer fühlen, wenn ich ehrlich bin. Mit der Brechstange können wir jetzt auch den einen oder anderen Zombie erledigen. Okay, der hat mich gesehen. Das ist nicht so schlimm, wenn es nur der eine ist. Ansonsten sieht es hier oben doch etwas ruhiger aus. Ja, komm. Die beiden erledigen wir. Sollten wir hinkriegen. Let's go. Sehr gut, läuft doch. Haben die irgendwie einen Gurt? Ja, nicht. Kann doch nicht sein, dass die keinen Gurt haben, ey. Mann, 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 Mann. Aber in dieser Hütte ist dies natürlich zu. Wehe, hier ist eine Alarmanlage. Keine Alarmanlage. Glück gehabt. Vorhänge zuziehen, Fenster auch zu. Hier ist nichts. Okay. Schlafen, wir sind anscheinend nicht müde. Das ist nicht so gut. Zahnpasta-Pinzette nehmen wir auf jeden Fall mit. Sonst ist hier erstmal nichts Interessantes. Vorhang zuziehen. So, goldene Armbanduhr, Stift haben wir bereits.
Sollte auch einer erstmal ausreichen. So, Kühlschrank, Apfel, direkt essen. Hier haben wir leider keinen Vorhang, aber ist jetzt auch nicht weiter wild. Dose Sardinen nehmen wir auch mit. Ofenhandschuhe, Nudelholz, Tortilla-Chips, why not, nehmen wir mit. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts Interessantes mehr. Schneidereiband, Buch. Und hier gibt es tatsächlich auch keinen Fernseher. Was ist denn das hier für eine Gegend? Und das hier, wie heißen denn die Gesellschaft ohne Fernseher und so? Ich habe vergessen. Der hat noch irgendwie so einen bestimmten Namen. Oh, jetzt bin ich hier in diese Hütte gegangen, weil ich die Hoffnung hatte, dass hier wenigstens ein Fernseher ist. Pustekuchen. Da oben würde es auch theoretisch weitergehen, aber ganz ehrlich, es ist 21 Uhr. Ich will jetzt nichts mehr riskieren. Ich gucke mal ganz kurz in die Map. Wir müssen... Ah, wir haben doch noch einen ziemlich weiten Weg bis dorthin. Weil hier ist der ganze Stuff von meinem alten Kollegen Craig Lynch, der leider schon zum Zombie geworden ist. Da will ich eigentlich schon gerne hin. Und ganz ehrlich, dieses Ziel setzen wir uns. Wir haben ja sonst keine Ziele im Project Zomboid. Da muss man sich selber Ziele setzen. Und mein Ziel ist es, zu meinem alten Kollegen Craig Lynch zu gehen. So nämlich. Das werden wir dann aber natürlich machen, wenn wir ein bisschen fitter sind. Aufhebeln, okay. Das Fenster oder was? Wir können aber auch leider noch nicht schlafen, weil wir noch nicht müde sind. Das ist ein bisschen schade. Das packe ich erstmal hier alles weg. Ja, hier gibt es halt auch nichts. Oder wollen wir es wagen, vielleicht doch noch weiter nach oben zu gehen? Das Problem ist halt, wenn dann da Zombies sind, dann habe ich halt ein Problem. Ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo muss ich nochmal lang? Ich bin hier. Ich muss eigentlich weiter so, ja, westlich, südwestlich lang. Also so in diese Richtung. Ich würde auch wirklich fast sagen, wir laufen durch die Waldumgebung. Ich glaube, da sind wir halt auch sicherer, ne? Ah, mich reizt es halt echt, in diese Hütte zu gehen. Weißt du was, mal, wir riskieren es. Project Zomboid lebt von Risiko. So, deswegen machen wir das jetzt auch. Mit unserer Umhängetasche. Ah, da oben ist ein Auto. Das könnten wir vielleicht versuchen, zu kurz zu schießen. Aber das geht nicht. Ich glaube, wir haben nicht genug Elektrikfähigkeit. Das ist ein bisschen schade. Wir haben genügend Mechanikfähigkeit. Aber nicht die nötige Elektrikfähigkeit. Schade, das geht nicht auf. Irgendwo habe ich einen Zombie gesehen, der hier lang gelaufen ist. Okay, Gott sei Dank keine Alarmanlage. So, und hier müssen wir eigentlich definitiv bleiben. Wir haben jetzt tatsächlich keine Zeit mehr, für irgendwelche Experimente noch woanders hinzulaufen. Problem ist, hier gibt es auch leider keine... wie heißt es? Keine... Oh, die Scheibe ist eingeschlagen. Das hat was zu bedeuten, dass hier wohl irgendjemand ist. Hier gibt es auch nichts zu essen, ne? Ich habe ja auch die Konserven-Spawn-Rate auf sehr selten gestellt. Also es ist schon gut, dass so wenig Konserven da sind. Okay, hier ist ja mal rein gar nichts. Das war ja ein kompletter Fail, hier hinzugehen. Das einzig Gute ist halt der Fernseher, den wir nutzen werden. Das Schlechte ist halt natürlich, es gibt keine Vorhänge. Nein, es gibt keinen Vorhang. Und ich kann hier auch leider diesen Laken nicht nehmen. Ah, das ist ätzend. Das ist sehr, sehr schlecht. Was ist denn, wenn ich hier die Tür aufmache? Hier ist doch bestimmt ein Zombie, ne? Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich würde gerne schlafen gehen. Das Problem ist, wenn ich jetzt schlafen gehe, ich bin halt nicht müde, dann stehen wir halt sehr, sehr früh auf. Können wir denn vielleicht ein bisschen Sport machen? Ein bisschen was für unsere Fitness tun? Ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Machen wir mal ein paar Sit-Ups für 20 Minuten. Let's go. Sehr schön. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, mein Freund. Wir machen mal ruhig noch ein paar Liegestütze, aber dann nur für... Ach, geht nicht mehr. Ich trage zu viel mit mir rum. Vorhin ging es doch aber. Sind wir jetzt schon kaputt oder was? Meine Güte, ist das eine Flasche? Ach so, wahrscheinlich, weil ich die Umhängetasche... Okay, ich muss sie wahrscheinlich erstmal auf dem Rücken und jetzt sollte es bestimmt gehen, ne? Liegestütz, 10 Minuten. Ja, jetzt geht's auf einmal. Na, super. Okay, das war's schon? Ah, okay. Wir sind aber immer noch nicht müde. Das ist nicht gut. Vielleicht können wir aber erstmal was essen. Haben wir denn irgendwas zum Öffnen? Dose Mais können wir leider nicht öffnen. Das ist gar nicht gut. Wir finden aber auch in gar keinen Küchen irgendein Messer oder so, ne? Das ist ja mal richtig unlogisch, wenn ich das mal sagen darf. Ich esse einfach mal die Dose mit den Sardinen. Das geht ja noch. Und dann halt die Tortilla-Chips, ne? Das ist das Einzige, was ich essen kann. Ansonsten war es das halt auch. Ich würde noch einmal fix hier schauen, aber hier ist ja halt rein gar nichts. Ne? So ein Messer oder so wäre halt schon ganz gut. Kann auch nur irgendein schlechtes Messer sein, aber
rein gar nichts. Okay, es ist gleich 0 Uhr. Es ist halt sehr früh noch, ne? Können wir denn irgendwas machen? Weißt du was, sonst lesen wir einfach noch ein Buch. Haben wir denn irgendwas an Büchern? Interessantes? Eine Zeitschrift? Also, wäre ein kompletter Fail hier gewesen. Meine Güte, ey. Okay, weißt du was? Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Let's go. Ich denke mal, wir werden so 4 Uhr aufstehen. Maximal 5 Uhr. 2.40 Uhr! Digga, das war kein Schlaf, das war ein Powernap. Ich kann doch nicht um 3 Uhr schon aufstehen. Schlaf doch mal weiter. Bettqualität, kann ich wieder einschlafen? Och, Junge. Mann, da will man einmal mal schlafen und dann steht man so früh auf. Na super. Ja, wenn ich, es macht halt auch keinen Sinn rauszugehen, weil es ist halt stockdunkel. Guck mal, ich sehe halt gar nichts. Okay. Nee, da macht es sowieso keinen Sinn. Ich denke, ich werde wieder hier unten rausgehen. Durchs Fenster, wo ich reingekommen bin. Aber ich würde hier erstmal ein bisschen was trinken. Weißt du was, in der Zwischenzeit waschen wir mal komplett alles. Sind halt auch immer noch schwer beladen, das ist nicht gut. Und wir haben halt auch keine Möglichkeit, diese Dosen zu öffnen. Das ist halt auch das Doofe, weil wir nichts haben. Können jetzt theoretisch auch gar nichts essen, ne? Wir hätten zwar hier so einen gefrorenen Schinken, könnte man essen, wenn man den auftaut, ne? Können wir den Lachs eigentlich in der Mikrowelle warm machen? Müsste eigentlich gehen, oder? Schön Lachs in der Mikrowelle durchkochen. Geht, also müsste gehen. Einfrierzeit. Kocht. Ja, es kocht. Sehr, sehr geil. Dann machen wir das mal fix. Ja, sehr gut. Gekochter Lachs aus der Mikrowelle. Gibt nichts Besseres. Essen wir mal die Hälfte. Und wir sind gelangweilt. Natürlich, wenn wir vor der Mikrowelle stehen und uns angucken, wie der Lachs durchgart in der Mikrowelle. Wem wäre dann nicht langweilig? Dann nehmen wir doch einfach mal die Zeitschrift. In einer halben Stunde läuft doch der, ich glaube, Kochkanal ist immer um 6 Uhr. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier gleich auch mal die Glotze an. Auf niedrigste Einstellung hier, Lautstärke und einmal Live and Living Kanal bitte. Spulen wir mal ein bisschen vor, sehr gut. Läuft sogar schon, okay, interessant. Und das müsste auch eigentlich die Kochfähigkeit. Das Problem ist halt, wir haben mit ihm hier nicht mehr diese schnelle Lernerfähigkeit. Das heißt, es dauert alles ein bisschen länger. Da ist es nicht so geil. Wobei ist das, warte mal, was leveln wir hier denn gerade auf? Ist das der Live and Living Kanal? Ja. Okay, nice, müsste Kochfähigkeit sein, oder? Ja, ist die Kochfähigkeit. Okay, sehr gut. Aber es geht anscheinend schnell. Ja, wir haben tatsächlich schon Kochfähigkeit 1 erlangt. Sehr, sehr gut. Und das war es dann auch schon mit dem Life and Living Kanal. Einmal ausstellen. Und jetzt können wir auch endlich uns auf den Weg machen. Wir gehen aber auch wirklich hier mal lang. Ganz ehrlich, das war ein kompletter Fail, hier lang zu gehen. In diese Hütte. Außer halt das mit dem Fernseher. Das haut alles wieder raus. Wir müssen eh in diese Richtung. Ich würde sagen, wir gehen ja den Waldweg entlang. Ich bin gespannt, was mich da so erwartet. Das Problem ist, es macht keinen Sinn, hier zu gehen. Wir haben zwar viel Konserven und was zu essen mit für den Weg. Allerdings haben wir nichts zum Öffnen. Das ist das Problem. Deswegen muss ich eigentlich vorher nochmal in irgendeine Hütte. Auch wenn der mich hier eventuell gleich sehen wird. Und... naja, oder vielleicht auch andere. Na super. Ganz großes Kino. Ja, aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Let's go. Okay. Ja, den einen hätte ich vielleicht schon mal erledigen können. Ein bisschen dumm. Sehr gut, die Dreckstange ist schon echt effektiv, muss man schon sagen. Hat jemand von der Kollegin hier irgendeinen Gürtel mit? Lederjacke. Jetzt finde ich Ledersachen, ne? Das ist zum Kotzen. Im letzten Run mit Craig, als ich vehement nach Leder gesucht habe, habe ich nichts Lederiges gefunden. Das war schon traurig. Ja, muss ich schon sagen. So, der Kollege hat mich gesehen. Der wird mich jetzt auch... Oh, Mann, ey. Ja, komm. Schlag die Scheibe an, dann muss ich das nicht machen. Ja, sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Zombies gehört haben. Das ist nicht so gut. Deswegen sollte ich mich vielleicht ein bisschen beeilen. Okay, hier sieht es ja doch ein bisschen voller aus. Mal gucken, was hier alles gibt. Tischlereiband, Stift... Schlereiband, gucken wir mal, ob die Lage hier auch safe ist. Eigentlich brauche ich nur ein Messer oder einen Dosenöffner. So, zuziehen, hier ist nichts.
Kleidung zerreißen. Wäre, glaube ich, auch mal ganz gut. Ich würde sagen, wir zerreißen hier auch mal ein bisschen Kleidung, damit wir ein paar Stofffetzen haben, um uns zu verbinden. Muss man dann auch mal dran denken. Schmerzpillen nehmen wir mal mit. Rasierer, Antidepressiva. Nee, glaube ich eher nicht. Sauglocke, Zahnbürste, nein. Und jetzt kommt das Interessante. Küche, Messer, nein. Kann nicht wahr sein, ne? Teller, Becher, kein Messer. Dose Ananas. Ja, es bringt halt nichts, Dosen mitzunehmen, ne? Weil wir einfach... nicht zum Öffnen haben. Hier, Zeitung, Stift. Laken. Ah, ist halt schwer, ne? Dann schauen wir mal in dieser Hütte nach. Und dann war es das auch schon. Weiter runter will ich nicht, weil da ein paar Zombies sind. Gucken wir mal hier. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, da kommen wir nicht lang. Nee, da kommen wir nicht rein. Gucken von der Vordertür, wenn wir Glück haben. Oh, das sieht doch aus, als würde es hier Messer geben. Tomatenmark, das nehmen wir auch mit. Kein Messer? Nein, es gibt hier einfach kein Messer. Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Das ist doch nicht richtig, oder? Dass hier kein Mensch ein Messer hat. Oh Mann, ey. Hier vielleicht ein Müsli, eine Orange, ganz ehrlich, die futtern wir gleich. Schlagen wir uns gleich den Bauch voll. Stift, Magazin für Metallarbeiten. Haben wir schon, weil wir den Beruf haben. Hunting Guide, okay, für Crossbow. Nehmen wir mal mit, interessant. Ist zwar nur eine Mod, aber warum nicht? Befülle Wasserflasche, ansonsten ist ja auch nichts Interessantes. Nein, auch hier finden wir nichts, womit wir unsere Handschuhe ziehen wir auf jeden Fall mal an. Militärarmbanduhr, interessant. Oh nee, die gefällt mir nicht. Die Militärarmbanduhr, die kann gleich weg. Ja, die ist schon besser. So. Ja, ansonsten, hier ist ein Crossbow-Bolt. Oh, ein Crossbow, wie geil. Wir haben ein Crossbow gefunden, also eine Armbrust. Sogar mit Magazin, das ist der Wahnsinn. Nehmen wir direkt alles mit. Wir sind natürlich sehr, sehr schwer beladen. Das ist überhaupt nicht gut. Kann erstmal alles weg, das kann weg. Das kann alles erstmal hier mit rein. Wir sind trotzdem schwer beladen. Das ist nicht gut. Was halt jetzt noch mega geil wäre, vermute ich aber nicht, dass wir hier Schlüssel finden, oder? Nein, leider nicht. Verdammt. Das wäre so geil. Kordschießen können wir auch nicht. Brauchen wir die... Genau, Elektrofähigkeit 1 und Kfz 2. Schade. Vielleicht aber, ich vermute nicht. Nee, kein... Also nichts. Auch hier ist eine Plane. Oh nee. Da sind doch ein bisschen zu viele. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg Richtung Wald. Wir sind sehr, sehr schwer beladen. Muss mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Dosen weghaue. Das Problem ist halt, ich finde nichts. Vielleicht finden wir in der Nähe oder im Waldgebiet irgendwie scharfe Steine. Mit scharfen Steinen kann man, glaube ich, auch Dosen öffnen. Oder wir gehen erstmal hier unten hin. Ich würde sagen, ich begebe mich hier nach unten. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge bei Project Zomboid wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem zweiten Run haltet. Und ja, gebt mir gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.